Achtung, Achtung, hier spricht die Grauzone, Deutschlands führendes Meinungsmagazin für reaktionäre und libertäre Umtriebe. Bei uns herrscht striktes Anschnallverbot, also machen Sie sich gefasst auf politisch unkorrekte Unterhaltung, radikale Zeitgeistzersetzung und gelebte Nostalgie. Jetzt Rundfunkbeitrag verweigern und Grauzone abonnieren. Es lohnt sich. Und jetzt viel Spaß mit der Sendung. Hallo und herzlich willkommen zum Grauzone Podcast. Heute nach langer, langer Zeit endlich mal wieder mit Fredericus Vesago. Hallo Fredericus. Ja, hallo Fechter und ein herzliches Willkommen an unsere treuen und lieben Zuhörer. Ich freue mich wieder dabei zu sein, nach längerer Abwesenheit von unserem glorreichen und grandiosen Podcast. Ich darf in dem Zusammenhang auch schon ankündigen, hat mir der Fechter ausdrücklich erlaubt, dass wir demnächst auch unseren Russland-Podcast fortsetzen werden. Unseren Russland-Feldzug. Genau, ja, den Russland-Feldzug auch. Ja, genau, es geht ja damit dann gleich los, ne? Also wir machen ja dann, glaube ich, Zweiter Weltkrieg direkt. Aber gut, das erfahrt ihr dann. Wir haben heute ein anderes Thema, nicht wahr, Fechter? Genau, wir wollen heute über Indianer und vor allem über die Causa Winnetou sprechen. Vor kurzem hat der Ravensburger Verlag ziemlich hohe Wellen geschlagen, indem er kurz vor Veröffentlichung zwei Kinderbücher aus dem Programm genommen hat, die flankierend zu einer Kinderfilminterpretation von Winnetou erscheinen sollten. Der Ravensburger Verlag hat das deswegen getan, weil er angeblich sich im Netz einem Shitstorm gegenüber sah und hat daraufhin ziemlich devot reagiert oder wie man in unseren Kreisen sagt, er hat halt ziemlich gekackt. Und kurze Zeit später hat die ARD darüber hinaus noch verkündet, dass sie nun auch keine Winnetou-Filme mehr zeigen wolle. Ja, Fredericus, du hast eine Kolumne darüber geschrieben, schieß los. Ja, ich habe eine Kolumne darüber geschrieben, in der Tat. In meiner Kolumne ging es mir weniger jetzt, um nochmal aufzuarbeiten, was da genau passiert ist, sondern eher dem Umgang damit. Also, erstens, das, was mich am meisten verwundert hat, ist, dass die Linken jetzt so auf Winnetou losgehen, weil ja Winnetou oder die Werke von Karl May im Allgemeinen eher einem Linken, das heißt also in dem Falle einem Paleolinken, das Wort habe ich von Fechter gestohlen und ich nehme es jetzt in Besitz, Paleolinken-Weltbild entsprechen. Das heißt, Winnetou und die guten Indianer, das sind eigentlich ein Standardtyp des edlen Wilden. Also der edle Wilde ist ein Konzept, das vor allen Dingen von Jean-Jacques Rousseau, diesem französischen so tollen Aufklärer, erdacht und entwickelt und propagiert wurde. Und es besagt eigentlich, dass die quasi die Naturvölker, die primitiven Völker, ja doch eigentlich viel besser leben als wir blöden Europäer in unserer scheiß Zivilisation. Und die haben natürlich dann auch ein besonderes Verhältnis zur Natur und sind sowieso viel edelmütiger als wir, die durch die Zivilisation quasi barbarisiert wurden oder sowas in die Richtung. Also es ist schon erstaunlich, denn in jedem einzelnen Buch, in jedem einzelnen Werk wird Winnetou als großartiger Häuptling und als eine sehr edle und gute Figur dargestellt. Das müsste den Linken ja eigentlich gefallen. Zumal ja Winnetou nicht gegen irgendjemanden kämpft, sondern halt gegen die bösen Amerikaner. Also gegen nicht nur die Amerikaner allgemein, sondern gegen den bösen weißen Mann. Oder halt gegen korrumpierte andere Indianer, die durch Feuer, Wasser oder irgendwelche Waffendeals quasi von der westlichen Zivilisation kontaminiert worden sind. Exakt. Wir haben immer diese schöne Gegenüberstellung auf der einen Seite zwischen dem edlen Wilden, zwischen den Indianern, den eingeborenen Völkern, die im Einklang mit der Natur, im Einklang mit ihrer Umgebung leben, immer nur so viel jagen oder anbauen, wie sie tatsächlich brauchen. Und auf der anderen Seite haben wir den
Ja, diesen westlichen Pioniertypus, der rücksichtslos die Eisenbahn durchs Land zieht, quer durch Indianergebiet, quer durch irgendwelche Büffelherden, quasi die Gleise baut, aus Spaß Büffel abknallt. Das ist ja einer dieser großartigen Szenen aus dem Winnetou 1-Film, wie Mario Adorf quasi in seinem schwarzen Nadelstreifenanzug böse lachend auf dem Berg steht und mit seiner Winchester da einfach aus Spaß die Büffel abschießt und dabei, ja, wie gesagt, halt so typisch böse lacht. Also, das ist diese Gegenüberstellung dann immer. Um was es bei Winnetou geht oder was die Essenz dieser Erzählung ist, müssen wir jetzt, denke ich, nicht zum 80. Mal durchwalken. Das weiß jeder, der es wissen will, der sich informieren will. Ich meine, wir sind im Grunde genommen ja alle mit diesen Erzählungen sozialisiert worden. Ich will viel mehr auf die Gründe mal zu sprechen kommen, wieso ein Ravensburger Verlag, also wirklich ein Verlag, ein kapitalistisch ausgerichtetes Unternehmen, ja, so hirnrissig sein kann, Bücher, die gedruckt sind, in Folie verschweißt sind, kurz vor der Auslieferung quasi einstampfen zu lassen. Und ich will mal darauf zu sprechen kommen, wieso die ARD als eben nicht kapitalistisch agierendes Unternehmen, sondern als, ja, wie soll man sagen, Medienmonopolist, der von Zwangsgebühren lebt, ebenfalls dazu geritten wird, die durchaus populären und auch immer gut laufenden Winnetou-Filme aus dem Programm zu nehmen. Lass uns darauf mal zu sprechen kommen. Da muss ich dich gleich mal fragen, handelt denn der Ravensburger Verlag denn tatsächlich kapitalistisch, wenn er sowas macht? Genau das ist der Punkt. Ja, eigentlich ja nicht, ne? Also ich meine, denen geht ja so viel Geld flöten, gerade weil ja, Indianer und Winnetou, die sind ja in der allgemeinen Bevölkerung ja noch relativ beliebt. Das heißt, die würden einen guten Absatzmarkt dafür finden. Die Ursache dafür ist eigentlich, dass es so scheint, denn wie du geschildert hast, es gab ja keinen großen Druck, beziehungsweise überhaupt keinen Druck. Ich habe gar nichts mitbekommen, dass es irgendwie einen Shitstorm auf Twitter oder so gab. Deswegen, das heißt, Ravensburg hat das von ganz allein so entschieden. Und auch, also ich habe das, glaube ich, das Statement vielleicht einmal gelesen oder so. Und was ich so in Erinnerung habe, ist, so in der Art, wie es geschrieben wurde, war das wohl anscheinend ein, weiß ich nicht, ein Social-Media-Beauftragter von Ravensburg, der frisch von der linksversifften Uni runtergekommen ist oder so. So liest es sich auf jeden Fall. Also das Statement ist eine einzige, ja, wie soll man sagen, eunuchenhafte Erklärung, in Zukunft 120% auf Linie mittanzen zu wollen. Und so schreibt kein Verlag oder so schreibt kein Unternehmen, die wirklich im Vorfeld handfeste Probleme hatten, denen die Scheiben eingeworfen worden sind oder wo hunderttausende potenzielle Kunden gesagt hätten, liebe Leute, wenn ihr das Buch auf den Markt bringt, nie im Leben werden wir dieses Buch kaufen. Diesen Problemen sah sich der Ravensburger Verlag ja in keiner Sekunde ausgesetzt. Wer dieses Statement mal liest, wer sich das mal ansieht, der weiß, dass das Unternehmen selbst von den Leuten beherrscht ist, die im Vorfeld dieses Unternehmen angeblich kritisiert haben. Ja, also der Feind steht nicht außerhalb des Kavallerieforts, sondern er sitzt mittendrin, um das mal metaphorisch so zu Ja, greifen. er unterminiert die Festungen, wenn man so möchte, die Festungsmauern und sprengt sie auf quasi, um den Feind hineinzulassen. Der Feind hat die Burg erfolgreich infiltriert. So. Es erinnert mich tatsächlich an eine Szene aus der Lederstrumpf-Erzählung, in der die Indianer ich weiß nicht, ein Blockhaus der Briten oder so stürmen und daraufhin die Leichname der Briten so hinsetzen und so hinstellen, dass man von weitem denkt, ah, okay, dieses Blockhaus ist weiterhin in Betrieb und ah, da sitzt ja auch weiterhin die britische Besatzung und oh, guck mal, der Soldat da hinten, der ist sogar am Winken und in Wirklichkeit ist einfach von der Leiche so der Arm mit so einem Seil irgendwie an so einem Baum gebunden und schwingt so hin und her. Und wie gesagt, von weitem denkt man, ah, okay, das ist ein stabiles Unternehmen, das ist ein gewinnorientiert und sah sich jetzt großem Druck gegenüber und musste deswegen klein beigeben, aber in Wirklichkeit ist dieses Unternehmen längst infiltriert. Und um da dann den Bogen zur ARD zu schlagen, da ist es ja noch viel krasser, denn die ARD muss ja
keinster Weise auf den Markt an sich Rücksicht nehmen und hat wahrscheinlich jetzt das Ganze wirklich dankend als Anlass genommen, sich endlich von diesem ja, reaktionären Winnetou-Film lösen zu können. Exakt, Fechter. Ich meine, es ist ja nicht unbekannt, gerade für uns Rechte, ne? dass die ARD und die Öffentlich-Rechtlichen im Allgemeinen im feindlichen Lager sitzen, ne? Und schon seit Jahren, seit Jahrzehnten von links unterwandert werden. Wenn man das jetzt mal ohne Emotionen betrachtet, ist diese Winnetou-Sache letztendlich ein hochinteressantes Laboratorium, weil anhand dieses Falls die beiden Meinungen aufeinanderprallen, die das konservative Lager beherrschen. Die eine Meinung heißt, oder die eine Meinung lautet, dass Unternehmen ja im kapitalistischen Sinne agieren, Kundenwünsche, Kundenmeinungen antizipieren und sich dementsprechend ausrichten. Ja? Das wird im Grunde genommen gefasst unter diesem Schlagwort des Woke Capitalism. Ja? Also der Ravensburger Verlag gräbt im Grunde genommen sogar noch mehr Kunden ab, indem er diese Bücher rechtzeitig vom Markt zieht. Vielleicht setzt dieser Ravensburger Verlag sogar auf diesen diffusen Aufschrei, der da jetzt seit 2 Wochen die Medien beherrscht hat und kann damit sogar irgendwie nachhinein sogar noch mehr Produkte absetzen. Die andere Meinung steht dem gegenüber und sagt, dass der Ravensburger Verlag mit dem, was er da getan hat, eben nicht nach einer kapitalistischen Logik vorgeht und sich eigentlich selbst ins eigene Bein schießt. Und obwohl er ein Unternehmen ist und damit eigentlich kapitalistisch handeln sollte, ideologisch so verfärbt ist, ja, dass er im Grunde genommen Gewinne über Bord wirft und stattdessen einfach nur ideologisch handelt. Ja? Und diese beiden gegensätzlichen Auffassungen von dem, was wir erleben, stoßen in dieser Causa Winnetou so schön aufeinander. Ich meine, wieso die ARD das tut, was sie tut, das wissen beide Lager oder da wären sich beide Lager einig, denn die ARD folgt keiner kapitalistischen Logik, die hat ihre Monopolstellung, die kriegt ihre Kohle durch ihre Zwangsgebühren rein, der kann im Grunde genommen alles egal sein. Aber wieso handelt der Ravensburger Verlag, wie er handelt? Das ist letztendlich die große Frage, da tendiere ich halt zu zweiterem, nämlich, wie gesagt, die sind infiltriert, die sind ideologisch so verbohrt, dass die auf Kosten potenzieller Gewinne einfach nur nach außen in ihre richtige Einstellung signalisieren. Ein weiterer Erklärungsansatz ist aber auch, dass sie halt wahrscheinlich spüren, dass es eventuell zu Druck kommen könnte. Also, was ich damit sagen möchte, ist, ich glaube nämlich, oder ich bin zum Teil davon überzeugt, dass innerhalb der freie Markt doch nicht alles bestimmt, sondern auch ein Unternehmen versucht auch, das zu spüren, wohin die politische Elite gerade hintendiert. Das heißt, wenn jetzt der Wind in der allgemeinen öffentlichen Auffassung, und damit meine ich nicht, wie gesagt, die Gedanken des einzelnen Bundesbürgers oder so, der ist relativ egal, sondern ich meine die Auffassung von den Leuten, die halt Medien und Meinung machen. Wenn das halt in eine linke Richtung tendiert, dann würde sich Ravensburg eventuell sagen, okay, die Damen und Herren von den Medien und von den Eliten, die wollen halt diesen woken Scheiß machen, dann machen wir das halt mit. Ich kann mir vorstellen, dass das auch einen ähnlichen Einfluss hat. Vielleicht spielt beides hinein. Das ist ein interessanter Spagat, den du schlägst. Und das erinnert mich an die Diskussion, die wir mit unserer zurückliegenden Ausgabe über das Geldsystem aufgemacht haben. Und zwar hatte, ich glaube, Florian war es gewesen, der im Leitartikel die These vertreten hat, dass das billige Geld im Grunde genommen ein massiver Pusher der linken Ideologie gewesen ist, weil Unternehmen durch Zugriff auf billiges Geld sich von den Kundenwünschen und Kundenpräferenzen unabhängig machen konnten. Man kam ja an Geld ran. Letztendlich ist es also scheißegal, ob der Kunde das Buch kauft oder nicht. Ich komme an billige Kredite ran, ich komme an Staatsaufträge ran, die ja auch erst durch billige Kredite möglich werden. Und jetzt müsste man natürlich mal genau untersuchen, inwiefern der Ravensburger Verlag mit dem Staat selbst verbandelt ist. Also beliefert meinetwegen der Ravensburger Verlag Kindergärten oder Schulen mit Material. Ja?
Und dann macht das natürlich auch Sinn zu signalisieren, hier Leute, wir sind voll auf Linie und wenn ihr dann den nächsten Großauftrag für das politisch korrekte Native American Kinderbuch braucht, dann stehen wir an erster Stelle. Das ist natürlich auch sehr naheliegende These, ja. Ich meine, diese aktuelle Wirtschaftssituation erinnert in mich, also nicht, dass ich jetzt ein großer Ökonomieexperte wäre, aber es erinnert mich in manchen Zügen doch an die NS-Wirtschaft. Also im Nationalsozialismus, auch wenn wir normalerweise Vergleiche mit dieser Periode fernlegen, aber ökonomisch gesehen treffen sie doch teilweise zu. Also der NS hat ja keine Unternehmen in dem Sinne enteignet, ne? Wie es zum Beispiel die Kommunisten gemacht haben. So, du bist ein großbürgerlicher Kapitalist, du fliegst jetzt raus, Punkt. Sondern die sind teilweise in die Unternehmen reingegangen, haben gesagt, so, ihr werdet jetzt hier gleichgestaltet und alles ordnet sich der Partei unter, sonst fliegt ihr raus. Und manche Unternehmen haben im Voraus einem Gehorsam, um halt diesem Schicksal zu entgehen, quasi sich den Wünschen der neuen Machthaber unterstellt. Natürlich ist es noch nicht so, dass jetzt hier, weiß ich nicht, irgendwelche Parteikommissare von den Grünen oder so in die Unternehmen gehen und sagen, okay, ihr macht jetzt das, sonst zerschlagen wir euch. Aber in subtilerer Form findet das genau so statt, wie ich es gerade beschrieben hatte. Das ist ein ähnlicher Ja, Prozess. genau. Man hat beispielsweise Schwachsinnsaufträge oder Schwachsinnsideen, obwohl man wusste, dass die zum Beispiel technisch überhaupt keinen Sinn machen, hat man trotzdem forciert und entwickelt, einfach um der Partei, um dem Machtapparat zu gefallen und gehorsam zu sein und weil man natürlich auch auf fortlaufende Aufträge gehofft hat. Also ja, natürlich, klar. Die Parallele ist offensichtlich. Ich meine, auch alles andere jetzt mit der, zum Beispiel mit der Geldmengenausweitung und mit dem krassen Sozialstaat, das erinnert sehr stark an diese NS-Zombie-Wirtschaft in den 30er Jahren. Aber wollen wir zurückkehren zu den Indianerfilmen? Sehr gerne nach der Werbung. Achtung, Achtung, wir unterbrechen das Programm für eine wichtige Werbepause. Keine Angst, wir wollen Ihnen kein Wasser verkaufen, das Sie durch die Nase trinken können und nein, bei uns gibt es auch keine Rezepte für vegane Zigeunerschnitzel. Falls es Ihnen langsam aber sicher zu bunt wird, dann ist die Krautzone Ihr Magazin. Sie finden uns beim Bahnhofsbuchhändler Ihres Vertrauens und wer weiß, vielleicht auch auf dem Lesetisch Ihres Zahnarztes. Aber machen Sie sich das Leben nicht unnötig schwer, besuchen Sie unsere Netzseite, schließen Sie ein Abo ab und freuen Sie sich alle 2 Monate auf die neue Ausgabe der Krautzone. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Danke, Merkel. Jetzt geht es weiter. So, und da sind wir wieder. Und ja, wir werden natürlich deinem Wunsch gerecht. Wir wollen jetzt hier auch nicht über irgendwelche NS-Wirtschaftsauffassungen sprechen, sondern über Indianer. Ich meine, wir lieben Indianer. Wir sind beide, denke ich, ähnlich sozialisiert worden. Und für uns beide gehörten Indianergeschichten fest zur Kindheit und auch vielleicht ein bisschen fest zur Jugend. Und ja, auch im Erwachsenenalter trennt man sich nie ganz von diesen Erzählungen. Was sind so deine kindlichen Berührungen mit der Welt der Indianer? Ja, also am meisten geprägt, was Indianer angeht, wurde ich tatsächlich von meiner Mutter. Die ist nämlich begeisterter Indianerfilm-Fan, soweit ich weiß. Und in ihrem Elternhaus waren Indianerfilme auch generell beliebt. Und gerade, also ich muss dazu sagen, ne, beide Elternteile von mir sind Vollblut-Ossis, wenn man das mal so sagen darf. Und im Elternhaus meiner Mutter kam es noch hinzu, dass der Vater, also mein Großvater, ne, Parteisoldat war. Das heißt, staatlich produzierte Indianerfilme waren total angesagt, zwangsläufig. Und man muss ja dazu sagen, die DDR und die DEFA, also die damalige staatliche Filmproduktionsfirma oder was auch immer das war, die haben in den 60ern, also vor allen Dingen in den 60er Jahren, aber auch davor und kurz danach, fast jedes Jahr oder zumindest alle 2 Jahre einen neuen Indianerfilm produziert. Und diese Indianerfilme, die waren auch hochgradig beliebt. Also zusammen mit den DEFA-Märchenfilmen zum Beispiel. Aber
Kann ich da mal ganz kurz einhaken? Es gab doch in der DDR auch so eine, wie soll man sagen, schon so eine kultische Verehrung rund um Indianer. Also es gab doch auch Erwachsene, die sich quasi in Vereinen zusammengeschlossen haben und da als Indianer rumgerannt sind. Ja, warte mal, das kann ich gar nicht so sagen. Das habe ich nicht, also ich meine natürlich nicht direkt miterlebt, ist klar, aber auch nie erzählt bekommen. Also ich will es jetzt nicht Jugendbewegung nennen, weil das durchaus Erwachsene gewesen sind, aber die haben wirklich in ihrer Freizeit versucht, mit den begrenzten Mitteln, die sie hatten, dann halt ein Wochenende wirklich im Tipi zu schlafen. Die sind mit Indianerkleidung rumgelaufen und das war auch so ein Phänomen, was so in den letzten DDR-Jahren so aufgetaucht Das ist. stimmt. Also im Tipi zu schlafen, das gab es teilweise noch zu meiner Kindheit, glaube ich, die Möglichkeit, das irgendwo zu machen. So eine Art Indianerlager oder sowas. Ich meine, also meine Mutter hat sie mir erzählt, die hat auch als Kind Indianer und Cowboy gespielt, ne? Also es war vollkommen normal. Ja, was wollte ich jetzt sagen? Scheiße. Du hast mich ausgemacht. Genau, also diese DEFA-Filme, die sind schon ziemlich ordentlich. Und was halt auffällt, ist, sie entsprechen genau dem Weltbild, was ich vorhin angerissen habe, nämlich dem Weltbild des edlen, wilden, des gutmütigen Indianers. Also die DDR, das waren ja quasi noch einer älteren Generation. Die haben genau das Weltbild des edlen Wilden propagiert in ihren Filmen. Und Indianerfilme haben sich auch deshalb so gut angeboten, weil natürlich die Bösewichte nicht nur Weiße waren, sondern in bestimmte Weiße, nämlich die imperialistischen Amerikaner. Nicht wahr? Und deswegen waren also der Indianerstoff und auch die Kamai-Bücher, das waren die perfekte Grundlage für DEFA-Propagandafilme. Man muss dazu sagen, auch wenn es Propagandafilme sind, sind es trotzdem gute Filme, die man sich auch noch heute anschauen könnte. Also ich weiß noch, ich war als Kind bei meiner Großmutter, mütterlicherseits, ne, und habe da Spur des Falken geschaut, wenn mich nicht alles täuscht. Und ich war ziemlich begeistert von dem Film. Ich hätte gerne mehr gesehen von den DEFA-Filmen. Also wer das möchte, der könnte sich ruhig mal tatsächlich diese DEFA-Filme anschauen. Natürlich mit dem Hintergrundwissen, dass es Propaganda ist, klar. Und dass die Indianer dort nicht so realistisch abgebildet werden. Aber an sich sind es trotzdem schöne Filme. Und ich bilde mir ein, dieser Stoff des Indianerfilms, der deckt auch diesen typischen europäischen, faustischen, könnte man sagen, Entdeckergeist ab. Denn neben Winnetou oder anderen Indianerhäuptlingen oder was auch immer, ist ja auch ein guter Europäer die Hauptfigur. Old Shatterhand, ne? Das Interessante halt an diesen guten europäischen Figuren ist, dass er halt genau, es ist quasi unser Identifikationspunkt, ne? Quasi unser Anker in diesem Film, der uns die ganze Zeit Möglichkeit gibt, unseren Drang, etwas Neues zu entdecken und auch diese tollen Landschaften und diese fremden Kulturen zu entdecken. Das machen wir eigentlich, indem wir mit Old Shatterhand und den anderen guten Weißen mitfiebern. Das stimmt. Old Shatterhand tritt in den Geschichten ja auf als Landvermesser, als Angestellter einer Eisenbahngesellschaft quasi kurz nach dem amerikanischen Bürgerkrieg ja das Land im Westen vermisst, damit da die Gleise gelegt werden können. Ich glaube, dass Karl May auch explizit beschreibt, dass er deutscher Abstammung ist. Ich glaube, er redet sogar, ich glaube, das ist sogar das Alter Ego von Karl May. Also Ja. deswegen kommt der Name vielleicht auch gar nicht raus, weil Karl May immer in der Ich-Form von Old Shatterhand schreibt. Und Old Shatterhand trifft ja dann, wie gesagt, zufällig auf Winnetou. Es kommt zu ja, interkulturellen Kommunikationsschwierigkeiten, aber die werden dann schnell behoben. Das Interessante an den Winnetou-Erzählungen ist, dass sich hier zwei Kulturen auf Augenhöhe begegnen und dass es nicht darum geht, die eine Kultur niederzuschreiben und die andere Kultur hochzuschreiben. Also was mir nachdrücklich, also als Kind ist man sich dessen, glaube ich, nicht so bewusst, aber wenn ich rückblickend auf diese Geschichten und auf diese Filme gucke, dann hat man auch immer böse Indianer und halt auch gute Weiße neben Old Shatterhand. Ja. Und diese,
ja, diese ganzen Graubereiche werden schön abgedeckt. Man hat natürlich den klassischen bösen Weißen, ja, im ersten Winnetou-Film ist es Santa, gespielt von Mario Adorf, der im Nadelstreifenanzug lachend aus Spaß Bisons abknallt, ja, großartige Szene. Und man hat natürlich den guten, tapferen Indianer, den absolut strahlenden Helden, das ist natürlich Winnetou. Aber man hat dazwischen, wie gesagt, man hat dazwischen auch Graubereiche, vielleicht in den westlichen Winnetou-Produktionen mehr als in den ostdeutschen Interpretationen dieses Erzählstoffs, das kann sein. Finde ich am interessantesten auch in der Beziehung zwischen Winnetou und Old Shatterhand, dass die beiden sich immer, und zwar, soweit ich weiß, in fast jedem Film auf Augenhöhe begegnen. Also die sind immer gleichrangig. Das ist so eine kleine typische Männerfreundschaft und es gibt keinen, ich sag mal, dominanteren Part. Finde ich auf jeden Fall sehr spannend. Das heißt, der edle Indianer und der edle Europäer sind bei Winnetou gleichrangig und gleichwertig. Auf jeden Fall. Es gibt neben Winnetou schöne andere Indianererzählungen, die weniger populär sind. Und da ist ganz exemplarisch steht da beispielsweise die Lederstrumpferzählung von Cooper, der, glaube ich, sogar selber als Pionier und Fährtenleser im Westen unterwegs gewesen ist. Die Lederstrumpferzählung ist zeitlich 100 Jahre vor Winnetou angesiedelt, also spielt so um 1750, 1760, während des britisch-französischen Krieges in den Kolonien. Das war quasi ein Nebenkriegsschauplatz des Siebenjährigen Krieges, der ja gleichzeitig in Europa stattgefunden hat. Und da geht es um Nathaniel Bumppo, das ist ein Fährtenleser, ein Jäger, Fallensteller, Pelzjäger, ja, was man eben damals da so gewesen ist in den Kolonien. Und der trifft auf den Stamm der Mohikaner und freundet sich dann mit dem Mohikaner Chingachgook an und erlebt mit diesem dann auch Abenteuer. Und die Lederstrumpf-Erzählung ist meiner Meinung nach, ja, wesentlich ernster, wesentlich rauer, wesentlich gewalttätiger als Winnetou. Also ich hatte als Kind mal diese Lederstrumpf-Erzählung als Buch ja, mal in die Hand gedrückt bekommen. Und ich weiß noch, es gibt in diesem Buch unter anderem auch wirklich Szenen, wo Indianer ein britisches Fort überfallen und dann die Besatzung abschlachten und dann auch wirklich die Babys der Frauen dann gegen irgendwelche Felsen werfen oder so. Und ich hatte das als Kind total schockiert, weil, ja, wie gesagt, sowas liest man ja sonst in keinen anderen Kinderbüchern. Und in dem Sinne ist Lederstrumpf ja auch kein Kinderbuch. Und du warst wahrscheinlich auch davon überzeugt, dass Indianer eigentlich gut sind, ne? Genau, sowas machen doch Indianer nicht, genau. Daran sieht man noch mal schön, wie ambivalent dann doch der edle Wilde dargestellt werden kann. Also sowas hätte man in keiner Karl-May-Erzählung gelesen, aber bei Cooper in der Lederstrumpf-Erzählung halt durchaus. Weil Cooper kommt neben den Mohikanern auf viele andere Indianerstämme zu sprechen und er thematisiert auch mehr die Indianerstämme der östlichen Staaten von Amerika und nicht der westlichen. Ja, also die Mohikaner waren ja Und im Südosten, wenn mich nicht alles täuscht. Also richtig, so genau. Georgia und die ganze Ecke. Jedenfalls sind die Indianer in der Lederstrumpferzählung auch deswegen anders, weil unser populäres Indianerbild ist ja das Indianer mit dem Federschmuck und den Lederfransenkleidung, die auf irgendwelchen Pferden reiten und Büffel jagen. Und tatsächlich, die Indianer des Ostens hatten, glaube ich, zum großen Teil überhaupt keine Pferde gehabt und rannten auch nicht in diesen Lederfransenklamotten rum, sondern ja, zum größten Teil nackt und entblößt. Und es gibt eine Lederstrumpf-Verfilmung, die auch das meiner Meinung nach sehr authentisch einfängt und auch sehr gut einfängt. Und das ist die Verfilmung von dem zweiten Teil der Lederstrumpf-Erzählung, nämlich Der letzte Mohikaner. Das ist so der berühmteste Teil dieser Lederstrumpf-Erzählung. Und es gibt eine Verfilmung aus den 1990ern, die ist wegen ihrer Filmmusik vor allem sehr populär. Aber das ist auch wirklich ein guter Film, der auch die ganze Ambivalenz im Verhältnis zwischen Weißen und Eingeborenen meiner Meinung nach sehr gut darstellt. Und den kann ich wirklich sehr empfehlen, wenn es darum geht, vielleicht mal einen etwas ernsthafteren Film über Indianer zu schauen. Ja, man muss auch dazu sagen, die Indianer des Ostens waren natürlich auch, ja, logischerweise eher direkt
in die europäischen Angelegenheiten mit eingebunden, ne? Also, und im Franzosen- und Indianerkrieg, so heißt nämlich der Krieg aus englischer Sicht, der heißt nämlich French and Indian War, weil Ah, enthalb okay. die meisten Indianerstämme in Nordamerika mit den Franzosen verbündet waren und nicht mit den Briten. Also, ich glaube, im letzten Mohikaner ist es auch so, dass die am Anfang gegen die Huronen kämpfen, einen weiteren Indianerstamm aus Ah, dem Nordosten, ja. aus dem Gebiet der großen Seen. Und auch ganz interessant ist, dass die Franzosen auch ein anderes Verhältnis hatten zu den Ureinwohnern als die Briten. Also bei den Engländern, bei den protestantischen Engländern, ne, da gab es von Anfang an strikte Rassentrennung zwischen Indianern und den weißen Siedlern. Das heißt, Vermischungen gab es da nicht, während du bei den Franzosen, die ja häufig katholisch geprägt waren, durchaus Verbindungen hattest zwischen irgendwelchen Pelzhändlern und Indianerfrauen und umgekehrt auch. Ein ähnliches Phänomen hast du auch in den spanischen Kolonien. Südamerika, die ganzen Südamerikaner, die man so kennt, die sehen halt deshalb so dunkel aus, so wie dunkle Europäer halt, weil sie halt sich halt mit den Indios und auch mit den späteren Negerslawen vermischt haben. Während das bei den Engländern undenkbar gewesen wäre. Und du hast auch, kleiner Fun Fact noch nebenbei, in allen englischen Kolonien hattest du eine strikte Rassentrennung auch danach. Also in den USA, in Afrika und auch in Indien gab es das. In den katholisch geprägten Kolonien eher nicht so. Ja, man hat auch den Eindruck, dass generell exotische, fremdländische, aus den Kolonien stammende Einflüsse sich auch viel eher in der französischen oder auch teilweise deutschen auch Kunst niedergeschlagen haben als in der englischen Kunst. Also wie schaue ich auf das, was ich hier gerade erobert habe, herab? Wie behandle ich die Leute, denen ich begegne, die mir maximal fremd sind? Und ja, da stellt man sich halt wirklich den englischen, durchaus aristokratischen Offizier natürlich sehr affektiert vor im Umgang mit Indianern, während der Franzose da vielleicht viel interessierter auch rangeht. Das bringt mich dann zur nächsten Frage. Karl May stammt ja aus Sachsen. Jetzt hat ja Sachsen, was die Konfession betrifft, eine sehr wankelmütige Geschichte. Weißt du zufällig, ob Karl May Katholik oder Protestant gewesen ist? Ich weiß es nicht, aber wenn ich wetten müsste, dann wahrscheinlich Protestant. Ich kann es mal kurz nachschauen, vielleicht steht das da irgendwo. Es ist ja jetzt auch die Frage, was für einen Einfluss das dann auf ihn genommen hat. Aber die Art und Weise, wie Karl May an diesen ganzen Stoff herangegangen ist und die Art und Weise, wie er sich für das Fremde begeistert hat und wie er das dann auch auf Augenhöhe versucht hat darzustellen, spricht meiner Meinung nach eher dafür, dass er eigentlich katholisch ist. Aber vielleicht hat das in seinem Leben auch gar nicht so die große Rolle gespielt, die Konfession. Ja, also, wo ist er denn? Ich muss jetzt mal gucken, wo er genau in Sachsen geboren ist. Das hat nämlich auch einen Einfluss. Radebeul, glaube ich. Ah ja. Ja, also, das Ding ist halt, Sachsen hat zwar natürlich eine wechselhafte Konfessionsgeschichte, Nee, Ernsthal. In Radebeul ist er gestorben, in Ernsthal ist er geboren. aber man muss dazu sagen, das betrifft vor allem die Herrscherdynastie und den Hof. Die allgemeine Bevölkerung in Sachsen war tatsächlich doch protestantisch geprägt und auch nach der Konversion August des Starken zum Katholizismus. Also ich würde darauf wetten, dass er katholisch, Quatsch, protestantisch erzogen wurde. Okay, na gut, okay. Aber man muss dazu sagen, die deutschen Protestanten hatten natürlich, wenn sie denn in Deutschland groß geworden sind, einen anderen Bezug dazu, ne? Also Ja. als die englischen Kolonisten. Kommen wahrscheinlich auch noch Ja. hinzu. Und man muss dazu sagen, dass Karl May ja auch das Fremde nicht aus eigener Anschauung kannte, sondern er hat sich das ja herbeiimaginiert. Also ich habe mal irgendwo gelesen, er hatte als Kind oder junger Erwachsener oder so, ist ihm auch ein Buch über Indianer in die Hände gefallen, und aus diesem Buch hat er sich dann quasi die Namen zusammengesetzt oder herausgeschrieben, die dann später für seine Geschichten von großer Bedeutung werden sollten. Also er selbst hat, glaube ich, nie einen echten Indianer gesehen. Und das macht ja die Geschichten und generell auch die Person Karl May so faszinierend, weil da immer diese lustige Note mitschwingt, dass da jemand sich in ein 1000 Kilometer weit entferntes Land hineinträumt und
herbeiimaginiert, dass er selbst Old Shatterhand ist, der durch dieses Land reist und der mit dem Apachenhäuptling Winnetou Blutsfreundschaft schließt und dass seine Leser aber umgedreht ihm das abkaufen und sagen, ja klar, der muss da ja da gewesen sein, um das so erlebt zu haben. Ja, und das unterscheidet Kamal auch dann natürlich von Cooper, der wahrscheinlich schon echte Indianer gesehen hat. Ne? Was natürlich auch zur Popularisierung des Indianerfilms im Osten, in der DDR, beigetragen hat, ist natürlich Kamals Herkunft aus Sachsen. Ne? Also ich meine, das ist für die DDR eigentlich ja, ein Goldschatz gewesen, dass Kamal erstens Sachse war und zweitens halt diese tollen Indianer-Romane geschrieben hat. Und zwar nicht nur, übrigens hat er ja nicht nur Indianer-Romane geschrieben, sondern auch Geschichten aus Nahost. Also es gibt, glaube ich, ein Buch, das heißt Durchs wilde Kurdistan, wo er halt, und zwar auf ähnliche Art und Weise, wie er halt die Geschichten aus Nordamerika beschreibt, innerhalb einer Abenteuerreise durch Kurdistan, ist ja logisch, beschreibt. Genau. Was ich aber auf jeden Fall interessant finde, ist, dass trotz der Indianer-Faszinierung im Osten die heute so berühmten und geschätzten und jetzt auch von der ARD boykottierten Winnetou-Filme westdeutsche Produktionen waren. Oder zumindest Co-Produktionen der BRD mit Jugoslawien vor allen Dingen. Naja gut, okay, du konntest halt in Jugoslawien günstig drehen. Du kamst an Komparsen ran, die richtige Hautfarbe hatten. Du konntest da halt auch durchaus mal mit Sprengstoff ein bisschen rumexperimentieren, was dem Film ja gut getan hat. Und du hattest vor allem auch die passende Landschaft in Jugoslawien, ne? Ja, diese Karstlandschaften. Genau. Und Jugoslawien war halt nicht Teil des Warschauer Paktes, seitdem sich Tito und Stalin gestritten hatten. Das heißt, in Jugoslawien waren auch so Einreiseregelungen und so weiter ein wenig lockerer als in den anderen Ostblockstaaten. Man könnte sagen, Jugoslawien war im Grunde genommen der wilde Osten, in dem Wendland und wie die Regisseure alle hießen, so drehen konnten, wie sie drehen wollten. Ja. Genau. Auf jeden Fall eine spannende Sache. Und dadurch, dass halt Jugoslawien quasi so mittig stand, konnten auch, ich bilde mir ein, dass die Indianerfilme der DDR auch zum Teil in Jugoslawien gedreht wurden. Hatten die nicht teilweise sogar dieselben Komparsen? Also ich meine, dass sogar dieser typische DDR-Indianer-Schauspieler, den du eben erwähnt hast, dass der, glaube ich, sogar auch in Winnetou-Filmen mitgespielt hat. Ja, genau. Goyko Mitic heißt der Mann. Mhm. Das war der Indianer-Darsteller schlechthin. Also der hat immer die Hauptfigur gespielt, die natürlich die edle und sanft und edelmütige Hauptfigur als Indianer. Und Goyko Mitic war natürlich, wie der Name schon sagt, er war Serbe. Und Goyko Mitic war auch die Hauptfigur in dem Indianerfilm, den ich vorhin erwähnt hatte. Die Spur des Falken. Und der hat tatsächlich auch in Old Shatterhand, Winnetou zweiter Teil, Unter Geiern, Winnetou dritter Teil und so hat er mitgespielt. Also ja, von der DEFA selbst wurden tatsächlich wenig Winnetou-Filme verfilmt. Sehr spannende Sache, ne? Vielleicht hat das auch mit den Rechten am Buch zu tun. Ja, wahrscheinlich. Oder generell an den Erzählungen. Ich weiß auch nicht, ob, also wenn wir von Winnetou-Filmen reden, dann sprechen wir ja nicht nur von den berühmten drei Teilen von Winnetou, sondern auch um Schatz im Silbersee, Unter Geiern und diesen ganzen anderen Erzählungen. Und ich glaube, dass der ein oder andere Film, der da in diesem Zusammenhang in den 60ern entstanden ist, noch nicht mal mehr auf Karl-May-Erzählungen beruht. Ich glaube, das ist bei Unter Geiern beispielsweise der Fall. Da hat man halt den populären Winnetou, den populären Old Shatterhand halt genommen, aber man hat halt eine komplett neue Geschichte drumherum geschrieben. Spur des Falken und andere DEFA-Filme, die wurden tatsächlich nicht in Jugoslawien gedreht, sondern wirklich im tiefen Ostblock. Also Spur des Falken zum Beispiel im Kaukasus, also in der Sowjetunion. Genau, das wollte ich nur noch erwähnt haben. Also Jugoslawien war dann doch out für die DEFA-Produktion. Ja, okay. Ja, lass uns mal noch zum Ende wirklich kurz und knapp darauf eingehen, was wir als Bürger, als Leser, als Winnetou-Schauer, aber auch vor allem als Konsumenten überhaupt für Möglichkeiten haben, um neben dieser typischen Empörung, die ja jetzt auch wieder längst am Abflachen ist, für Einfluss zu nehmen. Wie können wir unseren Winnetou retten, bewahren und an die nächste Generation weitergeben? Also das Erste, was man machen kann, ist erstmal die Bücher zu kaufen, die es noch im Handel gibt. Ne?
Also ich meine, wenn man ehrlich ist, sind Bücher noch ein besserer Datenträger als jede Filmrolle, als jede DVD, und so weiter. Das würde ich erstmal allen als an erster Stelle raten. Also wenn ihr diese Indianergeschichten erhalten wollt, dann kauft euch halt die Bücher, die Karl May geschrieben hat und auch der Cooper geschrieben hat. Empörung wird uns jetzt nicht viel bringen. Natürlich ist klar, dass alles eine ziemliche Sauerei ist. Keine Frage. Aber wir sind halt nicht in der Machtposition, um darüber zu bestimmen, was jetzt gerade in ist und was out. Deswegen ist halt das eine der wenigen Sachen, die wir machen können, ist halt diese Bücher zu kaufen, sie zu lesen und halt unseren Freunden, unseren Kindern, den Kindern des Nachbarn und was auch immer davon zu erzählen. Ne? Das stimmt, aber ich glaube, im Falle von Ravensburger und ARD haben wir schon begrenzte Chancen. Bei Ravensburger wäre die einzige logische Reaktion ein Boykott. Und ich habe als Konsument und als Bürger in dieser Republik nicht viele Möglichkeiten, aber die habe ich, nämlich dass ich denen keinen Cent mehr in den Rachen werfe. Und bei ARD ist die einzige konsequente Art, wie sich der Verbraucher wehren kann, indem er Zahlungsaufforderungen nicht direkt aus dem Briefkasten holt. Ja, ne? Also 18,36 €, das sind 6 Monate Grauzone, ne? Das muss man sich schon mal vorstellen. Ja, man kann was machen. Man kann sich irgendwie dagegen wehren und das ist, wie gesagt, das zu machen ist halt unpopulär und ungemütlich und natürlich ist jede Aktion eines jeden Einzelnen irgendwie ein Tropfen auf den heißen Stein. Aber man kann solche Unternehmen und solche Akteure da schon den Unmut spüren lassen. Man könnte ja die Tropfenmetapher weiterführen und sagen, steht der Tropfen, höhlt den Stein nicht. Vielleicht bringt es am Ende ja doch was. Wenn man geschlossen agieren kann, dann auf jeden Fall. Eine Sache noch, die mich kurz ein wenig aufgeregt hat, unter meiner Kolumne hat irgendeiner kommentiert, und zwar auf den Fakt hin, dass sich die Winnetou-Bücher und Werke ja eigentlich links genannt habe, beziehungsweise mit einem linken Weltbild, ob man die denn nicht auch von rechts canceln sollte. Oder es wurde mir quasi vorgeworfen, dass ich dann die Absicht habe, es von rechts zu canceln. Und da dachte ich mir, nein, habe ich nicht. Also, was uns von den momentanen Linken unterscheidet, ist ja, dass wir keine Puritaner sind und keine Puritaner sein sollten. Das heißt, wenn eine Geschichte gut ist, und das sind ja die Geschichten um Winnetou herum ja meistens, denn kann man sie ruhig auch konsumieren, auch wenn sie eigentlich ein anderes Weltbild verfolgen als wir. Ist zumindest mein Eindruck und ich nehme an, Fechter wird sich da anschließen, oder? Ja, Häuptling Visago hat gesprochen und dem schließe ich mich voll und ganz an. Lass das vernutzende Denken sein. Gute Geschichten sind gute Geschichten. Vor allem dann, wenn der Autor aus keiner politischen Intention herausgeschrieben hat. Das ist ja bei Karl May der Fall. Exakt. Genau, das macht einfach diesen Wert dieser Geschichten aus und deswegen sind die so bewahrenswert. Und damit beenden wir diese Folge, lieber Frederikus. Es hat mir großen Spaß gemacht. Ich hoffe, wir kommen in Kürze wieder zusammen, um unsere populäre, heiß geliebte, ständig nachgefragte Reihe über die deutsch-russischen Beziehungen weiter fortzusetzen. Lieber Zuhörer, wenn Sie uns dabei unterstützen wollen, dann können Sie das tun. Schließen Sie ein Abo der Krauzone ab, bestellen Sie sich gerne ein T-Shirt, ein paar Aufkleber. Genau, damit tun Sie uns was Gutes, damit tun Sie vor allem sich selbst was Gutes. Ja, lieber Frederikus, ich sag, zieh dahin in Frieden. Ich wünsche dir viele Büffel, eine gute Jagd, ein ständig brennendes Feuer und eine stets gut gefüllte Friedenspfeife. Mein weißer Freund, Fechter, das wünsche ich dir auch. Und damit sagt man Hau auch zum Abschied? Ja, wir sagen hau. Hau. Hau.